Hallo Frau Nahles, heute haben bundesweit Lehrer gestreikt und viele andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder. Es geht in dieser Tarifrunde, wie in vielen anderen auch, immer um eins, um die Bedingungen der Lohnarbeit von Abertausenden und um die Qualität des Lebens dieser Leute. Ich bin mir sicher, das ist Ihnen eigentlich nicht egal, aber ich frage mich, warum handeln Sie dann nicht auch so? Sie haben einmal als Ihren Berufswunsch Hausfrau und Bundeskanzlerin angegeben, da ist nun nichts draus geworden, Sie sind erstmal Arbeitsministerin. In diesem Job werden Sie nie in die Notwendigkeit kommen, Ihre Interessen mal in einem Arbeitskampf verteidigen zu müssen. Aber Sie machen ein Gesetz, das anderen diese Möglichkeit nehmen soll. Ein Gesetz, das noch gut klingt, Tarifeinheitsgesetz, Tarifeinheit, aber was verbirgt sich denn dahinter? Ein Angriff auf die Koalitionsfreiheit der Beschäftigten, ein Angriff auf kleine Gewerkschaften, ein Angriff auf das Streikrecht. Sie haben lange studiert, 20 Semester. Das ist kein Vorwurf, ich habe auch 18 Semester geschafft. Wir beide können die Gutachten lesen. Sie liegen in Dutzenden vor und es heißt klipp und klar, dieses Gesetz ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Regierung, der Sie angehören, weist das natürlich zurück. Sie haben Begriffe erfunden, die sich interessant anhören. Vorverlagertes Anhörungsrecht, nachgelagertes Nachzeichnungsrecht. Eine Nachrichtenagentur ist da unfreiwillig ehrlicher. Es geht darum, mehr Ruhe in die Betriebe und in die Wirtschaft zu bringen. Oder die CDU, die sagt, es kann nicht sein, dass ein Einzelner ein Land lahmlegt. Kann es nicht. Im Interesse Einzelner oder um ehrlicher zu sein, im Interesse weniger ist schon viel lahmgelegt worden in diesem Land. Teile des öffentlichen sozialen Errungenschaften. Man könnte auch sagen, Erfolge, die teils vor langer Zeit errungen wurden, nicht zuletzt dank der SPD und immer wieder auch mit den Mitteln des Streiks. Vielleicht muss man Sie daran erinnern, auch Sie gehören der SPD an, Frau Nahles. Und die Sozialdemokratie sollte so ein Gesetz nicht auf den Weg bringen. Wenn Sie noch Fragen haben, besuchen Sie doch einfach mal Leute, die streiken müssen, Lokführer, Ärzte. Und wenn Sie dann erfahren wollen, wie wichtig so ein Streikrecht ist, dann kriegen Sie auch Antworten. Es geht nicht um kleine Gewerkschaften, es geht um die Beschäftigten.